flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Coma Recut, meinem liebsten Spiel, mit dem ich mir den Morgen versalze. Oh. Ich habe mir jetzt angewöhnt, das immer schön morgens zu spielen. Das ist schon hell, das ist schön. Da habe ich einen ganzen Tag, um mich wieder zu erholen. Wenn ich das abends spielen würde, würde ich vermutlich Albträume bekommen. Ohne Witz, ich habe einmal in White Day das Original reingespielt. Ich hatte Albträume nach, ich glaube, 2-3 Minuten. Ich freue mich schon sehr, wenn ich das neue White Day spiele. Das wird ein Spaß. Ich weiß noch nicht, wann ich das spiele. Vermutlich muss ich das irgendwie so timen, dass ich hinterher noch sehr viel Zeit mit meinen Katzen und Freunden verbringen kann. Sonst wird das nichts. Okay, wir sollten hier in diese Klassenzimmer sind wir reingekommen mit den mit diesen Codes, die wir gefunden haben. Da war ja, es soll nicht, obwohl sie da sein sollte. Jetzt schätze ich, dass sie irgendwo hier unten ist. Und ich würde einfach es mal mit dem zweiten Stock versuchen. Wenn sie da nicht ist, dann mit dem ersten Stock. Aber ich glaube, hier unten waren auch viele Leichtassenzimmer abgeschlossen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe auch meine Karte dummerweise da nie aktualisiert. Okay, das heißt, wir gehen hier rüber, eins runter und dann flüchten wir uns in 1F. In der Hoffnung, dass die Alte uns wieder nicht sieht. Ja, ich sollte vielleicht einfach das Licht ausmachen. So. Wir machen das so, denn in den Klassenzimmern, selbst wenn sie hier draußen rumläuft, sieht sie uns ja im Klassenzimmer selbst erstmal nicht. Aber hier drin ist kein Schrank zum Verstecken, ne? Ne. Aber das haben wir ja letztes Mal festgestellt. Wenn wir uns in ein Klassenzimmer reinflüchten, wenn sie kommt, dann können wir uns tatsächlich so hin, also diesen hier machen. Und es funktioniert, aber dieser Herzschlag macht mich da ganz wahnsinnig. So. Da war sie nicht drin. Oh, und da ist sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hatte ich gehofft. Okay. Taschenlampe vielleicht mal. Was steht eigentlich hier Schönes? Ich habe Jungho nie zu The Coma gebracht. Also, was tut sie hier, Seho? Okay, und hier ist unsere liebe Yaesol. Puh. Yaesol. Du bist immer noch in einem Stück. das beeindruckt mich jetzt irgendwie. Ach nein, nein, das hat sie ja gerade gesagt. Entschuldigung. Yaesol, und du bist immer noch in einem Stück. Und das beeindruckt mich jetzt irgendwie. Wo bist du gewesen? Ich habe überall nach dir gesucht. Also in jetzt schon dem zweiten Stockwerk. Nun, du hast mich gefunden. Vielleicht bist du doch kein so hoffnungsloser Fall, wie ich dachte. Oh je, time to show off my... Also, Zeit, meine Skills zu zeigen. Tell her I found my report card. Tell her I found someone's report... My report card. Vielen Dank natürlich, dass wir unsere gefunden haben. Ist ja auch so. Ich habe meinen Notenzettel hier gefunden. Er ist einfach so auf Missons Schreibtisch herumgelegen. Seltsamerweise war es der Einzige, der dort war. Na gut. Dann lass uns mal sehen, wie intelligent du... Nein, Entschuldigung. Dann lass uns mal sehen, ob du mehr auf dem Kasten hast, als du... Also, ob du klüger bist, als du aussiehst. So. Seltsam. Ich habe noch nie sowas wie das hier gesehen. Hast du irgendwas entdeckt? Wie einen anderen Hinweis vielleicht noch? Nein, es sind nur die Noten. Du bist so schlecht. Och, komm schon. Du bist in 3 Fächern durchgefallen. Warte, das kann nicht sein. Okay, okay, ich hab's schon verstanden. Kein Grund, Salz in die Wunde zu reiben. Nein. Nein, ich glaube, das könnte der Grund sein, aus dem du hier bist. Das ist ein viel zu großer Zufall. Du musst weitersuchen. Was ist neben dem Hauptgebäude? Nun, die Sporthalle, das Schwimmcenter und das nördliche Gebäude. Das wurde erst umgebaut. Lass mich auf deine Map sehen. Meinst du das hier? Ja, das ist das nördliche Gebäude. Dort ist die Bücherei, der Konferenzraum, der Musikraum und das Physical Education Center, also die Sporthalle und sowas, die sind da auch. Und ja, der Kunstraum außerdem auch noch, ja. Vielleicht ist da mehr an dieser Notenkarte als nur deine durchschnittlichen Noten. Versuch dich auf die drei Fächer zu konzentrieren, in denen du durchfällst. Vielleicht
Vielleicht findest du dann heraus, was mit deinen Mathe-Noten, deinen Social Studies und deinen Kunstnoten passiert ist. Mein sechster Sinn verrät mir, dass das nördliche Gebäude alles ist, worum sich das Ganze hier dreht. Wenn du einen Weg reinfinden kannst, dann findest du vielleicht die Antworten, nach denen du suchst. Dein sechster Sinn? Okay, lass uns mal ehrlich sein. Wenn die Dinge gerade nicht so absolut verrückt und durchgeknallt wären, würde ich ja denken, du bist verrückt. Ich habe das so lange überlebt. Also sei ehrlich mit mir. Wer oder was bist du? Du bist wie ein lebender und atmender Anime-Charakter oder irgend sowas. Na gut, bereite dich vor. Das könnte vielleicht ein bisschen zu viel für dich werden. Das ist nicht deine eigentliche Schule. Es ist eine verdrehte Reflexion deiner wachen Welt. Wir nennen es The Coma, das Koma. Ich bin eine Art Abenteurerin. Manche von uns nennen sich Ghost Vigilance, also Geisterstreiter, das ist schön. Ich erforsche Orte mit dunklen Geschichten, wie deiner Schule. If a local accumulates enough negative energy. Wenn ein Ansässiger genug negative Energie ansammelt, dann manifestiert sich das in der Schattenwelt. Okay, danke, dass du mir das erklärt hast. Jetzt macht alles total viel Sinn. Hör zu, ich versuche dir zu helfen. Das Koma wird immer instabiler mit jeder Sekunde, die vergeht. Oh nein. Dein Stalker wird stärker werden, je länger du hier bleibst. Deine Zeit läuft ab. Mach daraus, was immer du möchtest. Ich will nicht, dass sie stärker wird. Die ist jetzt schon voll nervig. Okay. Lass uns mal annehmen, dass du recht hast. Dann sollte ich mich jetzt wirklich beeilen, auf mich jetzt schwatzen. Wenn ich ins nördliche Gebäude gehe, dann, you think I'll find some answers about what's made this place? Dann, also wenn ich ins nördliche Gebäude gehe, dann denkst du, werde ich einige Antworten auf die Frage finden, was dafür sorgt, dass dieser Ort sich in so eine Hölle verwandelt hat? Wow. Du kannst etwas lernen. Immerhin etwas. Wenn du genauso aufmerksam gewesen wärst in den drei Fächern, in denen du durchgefallen bist, wären deine Noten vielleicht besser. Hey! Kein Grund, hier so einen tiefen Treffer anzusetzen. So, wie heißt das auf Deutsch? Na, egal. Ihr wisst, was ich meine. Meine Noten sind eindeutig das Werk einer bösartigen Kraft oder irgendwie sowas. Und wir sind jetzt fertig? Oh, Junge, hast du nichts Besseres zu tun? Ich bin beschäftigt, damit hier rumzustehen und ich zu sein. Aber beruhig dich. Ich suche noch einen Weg, ins nördliche Gebäude zu kommen. Guter Junge, jetzt verzieh dich. Ah, ja, schon verstanden. Okay, hier dürfte allerdings nichts Neues sein. Ich frag mich, was diese Zeichen zu bedeuten haben. Okay, es ist eine Flöte. Aber es ist eine sehr creepy Flöte und da sind eben diese Striche drunter. Ich frage mich echt, was die zu bedeuten haben. Wir müssen einen Weg ins nördliche Gebäude finden. Das heißt, ich wette... Oh, ich gebe uns mal rüber und speichere kurz. Ne? Oh nein, da ist Gemüse an der Tafel. War das vorher auch schon da? Ich frage mich, ob wir jetzt hier weiter suchen müssen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ich versuche das nochmal. Wir müssen einen Weg ins nördliche Gebäude finden. Da wir schon bei 1 sind, in 1F nichts war, hoffe ich, dass wenn wir in D, A, B oder C gehen... Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall in 1D mich weiter vorschleichen und danach in 1 A, B, C und dann kommen wir immer noch in die Cafeteria zurück. Oh, ich will gar nicht. Die ist doch bestimmt wieder draußen, die Olle. Oh Gott sei Dank, haben wir die Tafel zum Speichern. Das haben wir auf jeden Fall. Wo speichern wir denn schön? Oh, das hier. Guckt's, ich spiele immer morgens jetzt. Okay, ich sollte hier vielleicht das Licht anmachen. Gucken, ob hier tatsächlich was ist. Wenn wir unten nichts finden, muss ich doch nochmal in den oberen Stock. Konnte ich mich hier drin verstecken? Ja, konnte ich. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt hier. Das heißt, ich muss die Treppe runter nach 1A. Oh. Thank you.
Es ist so still, das ist nicht gut. Ich stelle mich mal hier kurz rein. Die hat uns theoretisch gesehen. Die weiß theoretisch, dass wir die Treppe runter sind. Aber ich habe sie ja auch nicht entlanglaufen sehen. Oh Gott. Es war so klar. Die ist immer da. Das ist so... Oh. Liebe Entwickler, euer Spiel ist echt gut. Aber es hätte gereicht, wenn die alle alte halb so oft auftaucht. Oh. Inzwischen bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich sage, okay... Ich muss allerdings sagen, ich finde es inzwischen weniger gruselig, dass sie auftaucht, als mehr nervig. Was ist da? Bottle of Water. Ne, braucht kein Mensch. Haben wir hier schon gespeichert? Haben wir gespeichert? Ich weiß es nicht. Wir speichern einfach nochmal. Ich glaube, wir hatten nicht gespeichert. Speichern. Ja, das inflationäre Speichern geht wieder los. Okay. Nicht C. M. Wir gehen nach 1b. Hier drin war ja nichts. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier irgendwo was... Ja, wir müssen hier letztlich hin. Aber das ist ja abgeschlossen. Ich erinnere mich, glaube ich, wir kommen da auf jeden Fall sehr gemütlich hin, denn in 3a oder b, das weiß ich, ich glaube b müsste es gewesen sein, haben wir ja direkt diesen Weg ins Geologielabor. Das heißt, dahin zu kommen, ins nördliche Gebäude, wird sehr, sehr einfach. Also theoretisch zumindest. Theoretisch. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was uns im nördlichen Gebäude dann erwartet. Das kann ja nur erschrecklich werden. Das Problem ist nur, wir müssen erstmal den Schlüssel finden. Und wir haben nirgendwo so einen Schlüssel gehabt. Warte mal, war da was drin? Habe ich da was gesehen? Ich habe gerade echt gedacht, ich hätte da irgendwas gesehen. Machen wir mal das Licht an und gucken hier. Ich glaube, hier irgendwo auf dem Stockwerk liegt auch noch mal eine Wasserflasche oder sowas. Warte, hier sind Stapel. Okay, Myungild, den hatten wir auf jeden Fall schon mal. Übrigens, fällt euch das auf, hier ist überall Blut. Es ist schon so ein bisschen eklig. So, ich gehe davor. Ja, dann speichere ich nochmal. Ich bin immer noch dasselbe schreckliche Ich, das überall speichert. Aber ehrlich gesagt, wenn ich es mir auch nur spare, nur einen Raum wie noch mal ein zweites Mal abzusuchen, bin ich schon ganz happy. Da bin ich ehrlich. Es bleibt noch 1c. Wenn 1c nicht klappt, könnten wir eigentlich direkt hochgehen in 2f. Denn ich glaube ehrlich... Oder aber in die 2a bis c's wieder. Sonst hätten wir da jetzt ja praktisch komplett unnötigerweise... So, bitte rein. Was? Warum war da abgeschlossen? Warum konnte ich aufschließen? Ah, das ist schon mal ein Speicherding. Okay. Warte, ich mach mal schon mal Licht an. Ich bin mal mutig. Ey, was? Leiche? Du tust mir aber bitte nichts, oder? Moment. Habe ich nicht hier überall schon aufgeschlossen? Warum ist sie abgeschlossen? So. Wir schließen mal auf, nur um sicher zu sein. Wir können mit der Leiche... Also, es sieht zumindest sehr tot aus. Können wir reden? Okay. Hallo? Ich habe ein bisschen Angst. Bitte spring uns nicht gleich an. Eine zweite. Die hat... Jungho? Mina, das ist doch unsere Freundin. Also unsere beste Freundin. Aber guck mal, die hat die überall hier als... Und ich glaube an den Beinen auch. Ach du je, was ist mit der Arm passiert? Vor allem, die sieht leichenblass aus. Oh, Mina? Sie blutet. Und sieht aus, als hätte sie große Schmerzen. Mina, was ist passiert? Geht es dir gut? Also, dir geht's offensichtlich nicht gut, aber du weißt schon. Es ist nur ein Schnitt. Aber ich kann die Blutung nicht stoppen. Es tut weh, Jungho. War das Miss Song? Hat sie dir das angetan? Ich weiß nicht, worüber du redest. Ich brauche etwas, um die Blutung zu stoppen. Kannst du zum Büro der Krankenschwester gehen für mich? I find something to stop the bleeding, try to take her with me. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sie mitzunehmen, ehrlich gesagt. Wir könnten es natürlich versuchen, allerdings so wie sie aussieht und da unten sitzt, glaube ich nicht, dass sie schnell rennen kann. Ich wette, wenn wir die aus dem Klassenzimmer nehmen, ist sie tot. Also, wir versuchen ihr natürlich zu helfen, sie ist unsere beste Freundin. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie wirklich hier ist oder auch nur eine Manifestation von irgendwas. Also ja, ich versuche etwas zu finden, um die Blutung... Um die Blutung zu stoppen.
Ich werde ins Büro der Krankenschwester gehen. Sofort. Halt durch und bleib genau hier. Na, ich bin sofort zurück. Danke, Jung-ho. Ich werde hier warten. Jung-ho, bitte komm zurück, wenn du etwas findest, das mir helfen könnte. Mach dir keine Sorgen, Mina. Wir sind doch schließlich Nachbarn, oder? Oh je, die Arme. Okay. Das heißt, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen ins Büro der Krankenschwester. Ach du je, das wird witzig. Und Seho wartet ja auch noch in einem einer der Toiletten. Den müssen wir auch noch retten danach. Jetzt habe ich vergessen, wo Seho wartet. Irgendwo im Hauptgebäude im Klo steht er. Außer er geht da weg. Okay, Moment. Hier mal schauen. Wie kommen wir da am besten hin? Exit geht nicht. Wir müssen wieder hoch. Eine Treppe hoch, dann sind wir am zweiten. Zwei Treppen hoch und dann in die Cafeteria rein. Das sollte eigentlich gehen. Und wo ist das? Ah, da ist das Medical Center. Das Biologielabor. Kamen wir da unten hin oder war zwischen dem... Jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, ob wir vom Biologielabor aus... Hier war irgendwo Tentakelgemüse. Ich weiß noch nicht mehr, ob es zwischen dem Security Office und der Memorial Hall war oder ob es schon beim Biologielabor gewesen ist. Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal ausprobieren. Aber erstmal müssen wir zwei Treppen hoch und dann zack rein in die Cafeteria. Das müsste sogar reichen. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Habe ich jetzt gespeichert? Nein. Nein. Hier. Hey, würdest du hier bitte... Dankeschön. Ich war mir gerade echt nicht mehr sicher, deswegen... Überspeichern geht schneller, als wenn ich jetzt nachgucke, ob wir... Okay. Hoch die Treppe. Hoch die Treppe. Rein da. Da hat gerade die Musik angesetzt und ich weiß nicht, ob es war, weil die alte schon wieder in der Nähe war. Speichern hier auf jeden Fall nochmal. Ja, ich weiß. Ich und mein Speichern. Wir könnten ein Spielchen... Es ist nicht mal eine Minute vorbei. Aber ganz ehrlich, es kann so schnell gehen, dass diese blöde Kuh auftaucht. Unsere Missong. Ist der Noteman ist schon wieder weg. Warum ist der... Warte mal, der hat da was hinterlassen. Wo ist der hingegangen? Er ist jetzt weg. Und hier ist eine Memo von dem, was er gesagt hat. Niedergeschrieben hat. Die Memo besagt, ich mag Mad Dogs. Unterrichte nach der Schule nicht. Natürlich weiß ich, dass meine Mathe-Noten schrecklich sind. Aber diesen 2 Stunden langen Zusatzunterricht zu besuchen, ist einfach Zeitverschwendung. Ich muss nichts lernen, was ich nach dem Abschluss nicht mehr benutzen werde. Again, won't be considering my math career. Die Universität, auf die ich gehen werde, wird meine Mathe-Noten sowieso nicht interessieren. Er versteht einfach nicht, dass er meine Zeit verschwendet. Unknown. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was er weiß, sondern etwas, das er gehört hat. Er ist also derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass all diese Notizen in der ganzen Schule hängen. Aber was bringt das? Egal. Ich würde Mad Dogs Unterricht auch nicht besuchen sollen. Das wäre das stressigste Programm nach der Schule, das man sich auf der ganzen Welt nur vorstellen kann. Okay. Ich guck mal hier immer, ob wir noch irgendwas Neues finden, aber ich glaube, hier ist nichts. Okay. Ihr dürft mich hassen. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Ich bin mir gerade so unsicher. Was haben wir eigentlich alles gerade in unserer Tasche Nützliches drin? Wir haben noch Sachen, um Gesundheit zu regenerieren, wobei ich wirklich fast versucht bin zu sagen, ich speichere so oft, warum es nicht ausnutzen und sagen, wenn wir schon verletzt sind, dann kann ich auch gleich nochmal laden und denn dann ist es wahrscheinlich, dass die Olle und sowieso... Die Wasserflasche... Ich bin immer so unsicher. Das wäre auch ganz praktisch, wenn wir wissen, dass wir längere Strecken zurücklegen. Restore some health. More health. Das müsste wieder dieses sein. Recovers faster. Faster. Geht gar nicht. Ich wünschte, wir hätten mehr Platz in dieser blöden Tasche. Ja, genau das. So. Ja, bitte. Nee, das hat's nicht überschrieben. Ja, okay, jetzt hat's es überschrieben. Okay. Mach schon mal das Licht aus. Renn da rüber und dann warten wir da nochmal kurz, dass unsere Ausdauer sich wieder erholt hat.
Ich wünschte, die Zeit würde stehen bleiben, während wir hier... Ich gehe noch mal kurz unser Ding durch. Wir werden hier drüben rauskommen, auf dem dritten Stock. Wir müssen dann 1, 2 nach unten. Wir müssen direkt 2 Treppen nach unten, in der Hoffnung, dass das geht. Und dann hoffe ich, dass wir durchs Biologielabor durchkommen und dass die Olle nicht da ist. Theoretisch ist es übrigens total unlogisch, dass sie jetzt im Hauptgebäude ist. Die müsste immer durch die... 1, 2. Ich bin aus dem Fenster. Was genau krabbeln wir da eigentlich an? Ach, den vom... Nein, verdammt. Oh, ich bin gerade echt versucht. Ich bin gerade wirklich versucht, kurz einen Spielstand zu laden, weil wir jetzt hier eben vergiftet worden sind. Bandage. Bloody Sips. Okay, es ist, da ist irgendeine Art von... Irgendwas Blutiges in dem Ding. Ich bin echt versucht zu speichern, weil das jetzt echt doof war. Dass ich mich von diesem Ding habe erwischen lassen. Und wir werden das nicht los. Und ich habe auch kein... Antidote. Aber meine Tasche ist voll. Okay, Moment. Wir machen was anderes. Wenn hier schon ein Antidote ist, dann schmeißen wir das einmal bitte weg. Remove. Cool. So, jetzt wieder auf die Tasche. Machst du die Tasche wohl auf? Ja, nimm das Ding. Hallo? Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr... Wieso kann ich ihn jetzt... Hallo? Hallo? Ach, da... Okay, wir haben es schon. Okay. Nein, wir haben tatsächlich ein Herz verloren. Okay, hasst mich, aber ich lade jetzt einmal schnell. Das sehe ich jetzt gerade... Sehe ich nicht. Wenn ich schon so oft speichere, sehe ich nicht, dass wir jetzt dein Herz verlieren. Nur weil ich durch das Gemüse zu langsam durchlaufe. Oh, weh, die ist jetzt da so als Danke. Aber wir können durch. Okay, das ist schon mal gut. Wir können auf die andere Seite und man kann im Biologielabor nochmal speichern. Ich könnte es ja auch rausschneiden und so tun, als würde ich nicht Sachen zweimal machen, aber... Ich meine, ganz ehrlich, warum speichere ich denn sonst wirklich alle 3 Schritte, nicht wahr? So. Mir ist nichts Nützliches. So, jetzt können wir hier durch. Okay. Ich würde hier auch nochmal kurz speichern. Und zwar, was speichern wir denn jetzt? Das doch hier überspeichern wir jetzt. Ja, bitte. So. Oh, ich drücke immer Tab statt Dings. Okay, da ist wieder dieses... Ah, dieses Tentakelgemüse, das ist so eklig. Okay, wir müssen direkt nebendran. Hoffentlich kommen wir da hin. Sei bitte durch. War hier drin. Und wir kommen da, glaube ich, nicht durch, oder? Das heißt, ich müsste hoch und dann über das Counseling Office nach unten wieder. Oh, Mist. Okay, so viel zu meinem Plan. Das hat ja echt gut geklappt. Jetzt schleicht die Olle also draußen wieder rum. Okay, hier war, glaube ich, eben zu. Wenn ich das richtig gesehen habe, war hier zu. Ich sollte mir echt mal, dass man das nicht einfach auf die blöde Map zeichnen kann. Manu. Okay, das heißt, wir müssen wieder nach oben. Das ist ganz lustig. Wir müssen dann hier bei Stuff Lounge vorbei und dann hier wieder runter in der Mitte. Das wird toll.
Warte mal, wir sind auf dem richtigen Stock, oder? Ja. Was ist das hier? Moment. Hatten wir das schon? Ist das wieder unsere Report-Card, oder? Someone's Diary. Okay, looks like I found someone's diary. This is the book. Sieht so aus, als hätte ich das Tagebuch von jemandem gefunden. Das ist das Buch, das Mr. Young, mein Kunstlehrer, immer mit sich herumträgt. Was ist das gerade für ein... Oh Gott, immer ein Geräusch. Das ist ja furchtbar. Der Kunstraum ist im nördlichen Gebäude. Vielleicht steht in diesem Tagebuch der Sicherheitscode, um da reinzukommen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. It says Miss Note, die Supernatural Resignation. Hier steht, dass Mrs. No, die Musiklehrerin, dass sie gehen will, mit ihm besprochen hat. Und davon ausgehend, the new superintendent is adamant to school should be SAT. Na, und der neue Berater sagt auf jeden Fall, die Schule sollte sich eher auf die Hauptfächer konzentrieren für den SAT. Sie glaubt, dass die kreativen Fächer, selbst der Sportunterricht, die Schüler von den Hauptfächern ablenken würden. And decrease their departmental funding. Wow. Also sie hat die Wahl der, sie hat die Anzahl der Wahlfächer und außerdem das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, um mehr als die Hälfte reduziert. Das würde bedeuten, dass die ganzen kreativen Köpfe hier und die Athleten absolut am Boden zerstört werden. Miss No hat beschlossen, dass sie dann ihre Gedanken mit dem Berater hier teilt, der allerdings nicht bereit war, es zu tolerieren, dass hier irgendjemand ihm reinpfuscht. Resigning because of her attitude. Und Miss No hat dann deswegen beschlossen, ob sie nicht eventuell ihren Job an den Nagel hängen wird hier in der Schule. da redet mal einer noch von Büropolitik. Schätzungsweise, also scheinbar sind die Studenten nicht die einzigen, die hier irgendwie mit ein bisschen Drama zu tun haben. Das hätte ich fast verpasst. Ah, looks like all the musical instruments from the North Building were transported here. Es sieht so aus, als wären alle Musikinstrumente aus dem Nordgebäude hierher verfrachtet worden. Die Arbeiter müssen sie in den Untergrund, also in den Keller gebracht haben. Es sagt, some stickers were attached to the box explaining how to get into the... Es heißt, dass dort einige Sticker angebracht worden sind, die erklären, wie man ins nördliche Gebäude kommt. Nun, das ist schon mal ein Anfang. Wenn ich einen dieser Sticker finde, dann habe ich vielleicht auch eine Möglichkeit, ins nördliche Gebäude zu gelangen. Das ist ja toll. Das heißt, wir haben es tatsächlich... Moment, was haben wir hier? Okay. Das ist also sehr gut, dass wir hier reingegangen sind. Das ist wirklich, wirklich gut. Darf ich hier speichern? Nein, ich will speichern. Wir sind gerade hier. Und irgendwo hier beim Staff Room ist auf jeden Fall ein Speicherding. Wir müssen aber erst noch ins Medical Center. Oh, bitte. Kann ich hier bitte rein? Ich weiß, dass ich mich furchtbar langsam bewege, aber... Hier drin könnte ich mich... Okay, könnte ich mich verstecken. Das ist gut zu wissen. Shelves and material written by her. Das hatten wir dann schon. Da kann ich nicht rein. Das waren die Lehrer. Und hier ist kein... Was ist hier? Okay. Hier gibt es keine zweite Tür zum Rauskommen. Na toll. Okay. Ding wieder aus. Wir sind hier irgendwo in diesem... Ich weiß gar nicht wo. Wir müssen auf jeden Fall hier... Im Staff Room könnten wir uns wieder... Oh Gott, das ist so... Es tut mir furchtbar leid. Ich suche jetzt gerade eigentlich nur noch ein... Stimmt, hier konnten wir irgendwelche Sachen einschalten, um die Olle abzulenken. Und hier konnten wir uns aber... Doch, hier drin konnten wir uns auch verstecken. Okay. Aber auch hier drin... Ah, Tentakelgemüse. Aber auch hier drin war nichts, wo wir speichern konnten. Okay, das war, dass hier drin keine Schüler erlaubt sind. Okay. Ich werde jetzt nochmal versuchen, einfach rauszugehen, wenn ich ehrlich bin.
und zu speichern. Denn nachher müssen wir, glaube ich, nach... Ach nee, wir müssen ja hier sowieso die Treppe dann runter. Aber ich würde ganz... Ich weiß gar nicht, ob man im... Hier kann man speichern. Ich überspeichere mal nicht das hier, sondern das hier wieder. Yes. Ich würde jetzt, glaube ich, noch ganz kurz versuchen. Nur versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen. Ich muss eigentlich das gar nicht offen lassen. Das ist, wir kriegen das hier sowieso. Cool. Ich würde noch versuchen, hier eins runterzugehen. Einmal die Treppe runter. Oh. Gehst du da runter? Oh, du Blödian. Geh da rein. Oh, wir werden sterben. Geh da rein. Hock dich hin und bete. Oh Gott. Ich hasse diese Alte. Komm zurück. Geh bitte raus. Geh bitte raus. Ich habe da schon wieder so ein Tentakelgemüse gesehen. Vielleicht hätte ich mir das Antidot doch holen sollen, aber ehrlich gesagt, ich würde ihm wirklich lieber ausweichen. Ich warte noch eben, bis unsere Stamina wieder aufgefüllt ist. Für so einen Moment, wenn... Oh, dieses Peitschengeräusch immer, wenn das Tentakelgemüse kommt. Für so einen Moment wäre natürlich es immer ganz praktisch, wenn wir ein Antidot dabei hätten. Oder aber, wenn man die Sachen auf eine Schnelltaste legen könnte. Ich speichere mal eben schnell, ja. Also mir geht gerade so die Pumpe. Das war's letzte. Dann überspeichern wir hier bitte. Ja, überspeichern bitte. Gut, weg. Okay, ich mache mal jetzt Licht an. Licht an. Mach das Licht an. Hier müssen wir irgendwo drin was... Wir sind doch richtig, oder? Sind wir schon wieder im Biologielabor? Nein, ich wollte doch ins Medical Center... Aber wir kommen hier doch durch. Ich weiß nur nicht, wie man ins Medical Center reinkommt. Und wir müssen in den Underground Storage. Na gut, ist egal. Wir haben hier was zum Speichern. Wir sind ganz in der Nähe von da, wo wir hin müssen. Wir haben Hinweise gefunden. Ist also gar nicht so schlimm. Für heute mache ich allerdings Schluss. Ich habe hier nämlich ein Geräusch gehört und ich möchte jetzt irgendwas Fluffiges und Flauschiges tun. Oder zumindest dieses Spiel beenden. Da ist Gemüse da. Das ist voll eklig. Ganz ehrlich, das Gemüse, das Tentakelgemüse ist eklig. Der Memo-Mann könnte mir ruhig mal, hätte mir ruhig mal irgendwas Nützliches sagen können, wie man das Zeug los wird. Aber egal, wir machen jetzt Schluss. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich bin schon ehrlich gesagt gespannt zu erfahren, wie es weitergeht und... Sehr interessant, dass diese Zone Koma genannt wird. Also wir vergessen einfach mal nicht, auch wenn ich mich hier gerade selbst terrorisiere mit diesem Spiel, ich spiele es, weil ich Horror mag. Es ist nur... Ja, die Alte nervt halt, ne? Also diese Killerin, die kommt ein bisschen sehr oft. Wenn es einfach nur die Atmosphäre wäre und Leichen ausweichen, fände ich das ehrlich gesagt noch ein bisschen toller. Das Gemüse hier. Okay, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir versuchen, unserer lieben Mina zu helfen. Und zwar noch bevor wir versuchen, an die Musikinstrumente zu gelangen. Ich hoffe sehr, dass wir ihr helfen können. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.